Manche Leute meinen immer noch, die Republikaner wären Extremisten. Was sagen Sie dazu? Die Republikaner sind seit eh und je eine demokratische und verfassungstreue Partei. Nach einigen rechtlichen Auseinandersetzungen ist das auch sozusagen amtlich bestätigt. Die Republikaner stehen seit 2 Jahren nicht mehr im Verfassungsschutzbericht. Es gibt allerdings in Hessen immer noch eine extremistische Partei, die sogar im Landtag sitzt. Das ist die Linkspartei. Die Linkspartei ist ja die Nachfolgerin der SED. Und man darf eben nicht vergessen, was die SED und damit eben auch die Linkspartei unseren mitteldeutschen Landsleuten 40 Jahre lang angetan hat. Es ist deshalb ein ganz wichtiges Ziel der Republikaner, mit dafür zu sorgen, dass die Linkspartei nicht weiter im Landtag vertreten ist.